Gleich neben dem Eingang zum Flughafen befindet sich der Hangar des Aero-Clubs von Bozen. Hier treffen sich, meistens am Wochenende, die flugbegeisterten Vereinsmitglieder. Vor allem die Segelflieger arbeiten eng als Gruppe zusammen. Allein für die Vorbereitung zum Flug werden viele Hände gebraucht. Es braucht immer Helfer, es braucht jemand, der die hochzieht mit der Schleppmaschine. Es braucht jemand, der hilft, den Segelflieger aus dem Hangar zu tun, danach wieder in den Hangar rein zu tun. Und deswegen sind wir eigentlich eine schöne, zusammengewachsene Gruppe hier. Das ist auch ein besonderer Reiz des Segelfliegens. Also diese Gruppen, der Gruppengeist ist auf jeden Fall vorhanden. Bevor die Segelflugzeuge elegant durch die Lüfte gleiten können, müssen sie zunächst in die Höhe gezogen werden. Dazu benötigt es in der Regel ein Schleppflugzeug mit Motor. Zunächst wird das Schleppseil an der Bugkupplung eingeklinkt. Ein Helfer sorgt dafür, dass die Tragflächen stabilisiert sind und nicht den Boden berühren. In der Anfangszeit des Fliegens hat man die Segelflieger mit Gummiseilen in die Luft katapultiert. Später wurden eigene Seilwinden dafür verwendet. Auf dem Flugfeld in Bozen bringt das Schleppflugzeug den Segelflieger auf die gewünschte Starthöhe. Die hängt stets von den Wetterverhältnissen ab, liegt aber meist auf 1000 bis 1500 Metern. Dort wird das Schleppseil dann ausgeklinkt. Bozen ist sicher ein Eldorado für Segelfliegen. Das hat sicher mehrere Gründe. Einmal, wenn man auf Strecke gehen will, man ist direkt im Zentrum der Alpen. Man kann in alle Richtungen wegfliegen. Wir können ganz früh starten schon. Wir können, wenn die Bedingungen gut sind, schon um 9 in der Luft sein und können losstarten. Und sonst kann man auch sagen, in Bozen geht sicher kein Monat im ganzen Jahr um, wo wir nicht fliegen können. Weil einfach das Wetter günstig ist. Auch in den Wintermonaten haben wir oft guten Nordwind, wo wir einfach fliegen können. Und wenn man das vergleicht mit anderen Segelflugplätzen, die oft vom Herbst bis im Frühling gehen nicht zu, weil es einfach nicht geht. Das Wetter, besonders die Thermik, spielt eine zentrale Rolle. Die Segelflugzeuge selbst haben keinen Motor. Fürs Fliegen werden Aufwinde genutzt. Die Energie der Luftströmungen trägt die Segelflieger in die Höhe und verleiht ihnen Geschwindigkeit. Die liegt im Schnitt bei 100 Kilometern pro Stunde. Sie kann aber auch über 280 km/h erreichen. Die gute Vorbereitung und Schulung der Segelflieger ist da besonders wichtig. Wir haben einen großen Vorteil in Bozen, dass wir eine Flugschule haben. Also man kann hier das Fliegen lernen. Ich habe zum Beispiel 9 Monate gebraucht. Das heißt, fast jedes Wochenende trifft man sich. Und nach einem Programm, also einmal Theorie und Praxis, lernt man das Fliegen. Danach kommt es zu einer Prüfung. Man könnte es natürlich auch schneller machen. Wer sozusagen ein bisschen das Zeitdruck hat und so weiter, da kann das auch relativ schnell lernen. Besser ist aber ein bisschen langsamer. Im Rahmen der Ausbildung müssen mindestens 15 Flugstunden und 40 Landungen absolviert werden. Etwa die Hälfte der Flugstunden werden zusammen mit dem Lehrer geflogen. Die restlichen bestreitet man allein. Allgemeines Wissen über die Flugzeuge, Flugrecht, Meteorologie und Navigation sind nur einige der Bereiche, die ein angehender Flieger beherrschen muss. Vom Flugfeld in die Werkstatt. Der Präsident vom Aero Club, Elmar Marinoni, ist leidenschaftlicher Motorflieger und ein äußerst geschickter Konstrukteur. Fliegen allein genügt ihm nicht. Er will sich sein Flugzeug selbst bauen. Und zwar bis ins kleinste Detail. Der Bausatz, den man sich bestellt, es gibt 2 Arten für Bausatz. Einen basischen Kit und ein Quick-Kit. Beim basischen sind wirklich leider die Blecher und die Teile einzeln. Und dann muss man alles selber machen. Und dann gibt es einen fortgeschrittenen, den sogenannten Quick-Kit. Der, wo schon teils vorgefertigt ist. Zum Beispiel seien die Flügel schon zusammengestellt, das Rohgerüst vom Flügel ist zusammengestellt, dann muss man einmal fertig machen. Beim Rumpf zum Beispiel ist er auch teilweise schon gemacht,
Und dann muss man den Leimer fertig machen. Weil die Regelung sagt, 51% vom Flieger musst du selber machen. Und die Grasenpläne sind noch anhand von der Seite, kann man noch auf die Grasenpläne, heim sieht man es noch mal besser. Sie sind nicht in Maßstab und das ist alles in Zoll, aber mein Gott, mit denen kann man sich schon zurechtfinden. Von den großen Bestandteilen wie dem Rumpf, den Tragflächen und dem Propeller bis hin zu den Navigationsgeräten an Bord wird alles nach Plan zusammengefügt. Mit viel Fachkenntnis und ganz allein in Eigenregie. Ja, in so einem Flieger sind ungefähr 1500 Arbeitsstunden drinnen. Und das streckt sich meistens so auf 4-5 Jahre, weil man es ja in der Freizeit macht, bis man das Gerät noch fertig hat. Geduld und Ausdauer sind wichtige Voraussetzungen. Doch auch viel Wissen über Aerodynamik, Statik, Werkstoffkunde und Elektronik ist notwendig. Denn das Flugzeug muss am Ende einer strengen technischen Überprüfung standhalten, bevor es sich zum ersten Mal in die Lüfte erheben darf. Weil man beim Bauen vieles lernen und entdecken kann, möchte der Aereo Club in Zukunft gerne mit technischen Oberschulen zusammenarbeiten. So hätten auch Schüler die Gelegenheit, selbst das Konstruieren zu erproben. Es ist eigentlich eine Herausforderung, dass man einfach zu verstehen kann, wie das Gerät aufgebaut ist. Und am Ende nachher fliegt man mit einem Gerät, was man selber gebaut hat, hell ist einfach der Genuss, nicht? Weil es ist einfach eine Leistung, ein Flugzeug selber zu bauen. Nicht? Vom Kindheitstraum bis hin zum eigenen Motorflugzeug ist es ein weiter Weg. Und auch wer einmal den Flugschein erworben hat, muss regelmäßig fliegen und sich alle 2 Jahre einem Flugcheck unterziehen. Ein eigenes Flugzeug zu besitzen ist aber nicht zwingend notwendig. Die Mitglieder im Aereo Club können auch die 4 vereinseigenen Motorflieger nutzen. Da sie relativ einfach zu steuern sind, eignen sie sich sowohl für die Anfänger der Flugschule als auch für erfahrene Flieger. Die Herausforderung beim Fliegen ist eigentlich allem die ganze Planung korrekt zu machen. Also das Wetter zu berücksichtigen, im Verkehr richtig zu managen, die Einteilung, wie weit kann ich fliegen, wie lange brauche ich. Also eher schwierig ist die ganze Planung ringsum als die Flugtätigkeit selber. Das ist halt wie beim Autofahren. Wenn man einmal die Routine hat, zum Autofahren, ist das Fahren selber überhaupt nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist ringsum der ganze Verkehr. Und alles, was drumherum ist. Also das Fliegen selber ist, wenn man es einmal heraus hat, geht dann ganz leicht von der Hand und macht Spaß. Es ist schon so, dass Segeln zwar toll ist, auch, nicht? Aber der Segler kämpft halt auch im Lokal mit den Thermiken und den Aufwinden. Und der Motorflieger kann von A nach B fliegen, wenn er will. Und das gefällt mir eigentlich besser. Nicht? Ich kann halt auch starten. In der Viertelstunde bin ich im Rosengarten, schaue mir die Berge an und eine Viertelstunde später bin ich in Asiago zum etwas trinken zum Beispiel. Doch kein Flug ohne umfassende Sicherheitskontrollen. Nach dem Start der Triebwerke überprüft der Pilot die Elektronik im Cockpit und kontrolliert, ob alle Ruder korrekt manövrierfähig sind. Das schönste Erlebnis war letztes Jahr zu Weihnachten. Da haben wir, ich und meine Frau, zusammen einen Sonnenaufgangsflug gemacht. Da haben wir um 6 Uhr früh gestartet, nicht? Und in den Dolomiten reingeflogen. Nicht? Und dann, wenn die Sonne aufgeht, ist das ein ganz besonderes Erlebnis. Mächtige Berge von den ersten Strahlen der Sonne zum Leuchten gebracht. Es sind diese Augenblicke, diese Erfahrungen von Weite und Freiheit, die die Flieger nicht mehr loslassen. Seinen eigenen Traum von der Freiheit in der Luft hat sich ein junger Mann aus Lana wahrgemacht. Seit seiner Kindheit ist Roland Reiterer auf den Rollstuhl angewiesen. Jede Bewegung am Boden ist mühselig und kräfteraubend. Doch in der Luft, an Bord eines Segelfliegers, fallen alle Einschränkungen ab. Einige Segelflugzeuge aus dem Flugpark des Aereo Clubs sind sogenannte Doppelsitzer. Sie sind gedacht für Tandemflüge, aber auch für Lehrflüge während der Ausbildung.
Vorne steuert der erfahrene Pilot, hinten findet der zweite Passagier bequem Platz. Da beide Cockpitplätze mit Navigationsgeräten ausgestattet sind, kann das Flugzeug von beiden Positionen aus gesteuert werden. Mit den Segelfliegern vom Aero Club unternimmt Roland Reiterer immer wieder gemeinsame Tandemflüge. Wenn das Flugzeug volle Fahrt aufnimmt und allmählich von der Rollbahn abhebt, setzt das Gefühl von Freiheit und Schwerelosigkeit ein. Mittlerweile hat mich der Aero Club so eingebunden, dass ich allem die Möglichkeit habe, wenn es meine Zeit erlaubt, mich mitzunehmen. Es hängt einfach auf dem Wetter ab. Hoch über der Erde, in spürbarer Verbindung mit den Elementen, mit Wind und Wetter. Es ist diese Leichtigkeit, die das Segelfliegen so einzigartig macht. Seit den frühen 1970er Jahren gibt es die Segelflugsektion in Bozen. Der breite Talkessel galt anfangs als unüberfliegbar für motorlose Segler. Doch Piloten aus ganz Europa bewiesen das Gegenteil. Die gemeinsame Herausforderung hat die Flieger zusammengeschweißt. Und die enge Verbindung besteht bis heute. Und Freitag, Samstag und Sonntag sitzt man dann auch halb nur zusammen. Koch da, wir haben einen sehr guten Koch, Michael. Club unten, da nicht weit entfernt. Und da sitzt man halt auf Nacht zusammen und feiert halt und isst gemeinsam und hat Spaß einfach. Koch Michael ist nicht der Einzige, der ausgezeichnet fürs leibliche Wohl der Flieger sorgt. Auch der Motorflieger Andreas hat beim Grillen den richtigen Dreh heraus. Solche geselligen Treffen rund ums Jahr gehören zum festen Bestandteil des Vereinslebens im Aero Club. Flieger jeden Alters und jeden Flugzeugtyps, Freunde und Familienangehörige kommen zusammen. Immerhin besteht der Aero Club in Bozen schon seit 1951. Seit der Gründung hat er an die 2000 Piloten ausgebildet. Heute zählt er rund 200 eingeschriebene Mitglieder. Es ist eine schöne Gruppe im Aero Club. Man lernt immer wieder neue Menschen kennen, die auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Personen, die verschiedenen Berufen und Aktivitäten nachgehen. Das ist das Schöne daran. Wir sind eine vielfältige Gruppe. Auch als Sprachgruppen, Deutsch und Italienisch, treffen wir problemlos zusammen. Unternehmen haben relativ oft gemeinsame Ausflüge. Da werden so gut wie möglich alle Flugzeuge hergenommen und dann startet man als Gruppe zu verschiedenen Flugplätzen, macht Zwischenlandungen, da toll Aperitif, zusammen toll Essen. Machen wir eigentlich ganz feierige Sachen miteinander. Abends gibt es viel Gemeinsamkeit miteinander, Spaghetti, mal was kochen. Ist ein schönes Zusammenleben, kollegiale Geschichte. Gemeinsame Ausflüge, Flugabenteuer und viel Spaß zusammen im selbstgebauten Clubhaus. Und was wünschen sich die Flieger für die Zukunft? Holmen und Rippenburg oder many happy landings. Come on, baby, don't you play?